So will der US-Konzern Apple in die Zukunft schauen und der Konkurrenz davonrennen. Mit seiner ersten Datenbrille Vision Pro, quasi VR-Brille und tragbarer Computer in einem. Das Gerät wird mit den Augen und den Händen gesteuert. Konzernchef Cook spricht von einem revolutionären Produkt für stolze $3,500, deutlich teurer als die Geräte der Konkurrenz. It's definitely not cheap. I mean, $3,500 is something that I think early adopters will definitely be able to afford. But then we go back to what is this device going to be for you? If you start to think about it as it's going to be your television, it's going to be your monitor, it's going to be your computer, this is a standalone device. Das Headset, das wie eine futuristische Skibrille aussieht, bietet den Anwendern eine dreidimensionale Bedienoberfläche. Mit dieser können sie ihre analoge Umgebung und die virtuelle Realität gleichzeitig sehen oder zwischen beiden Welten wechseln. Kenner vermuten, dass es auch eine deutlich billigere Version geben wird.